Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Corona schränkt uns ein, Corona belastet uns. Und wenn wir mal an das Gewerbe denken, also den Handel, die Gastronomie, die Märkte, Weihnachtsmärkte, hier gibt es starke Belastungen. Aber wer ist denn noch belastet? Neben den Wirtschaftszweigen ist natürlich wir sind belastet. Ja, das Gewerbe, da geht es um Geld und bei uns geht es um Lebensqualität. Und dieser Antrag, der ist ein Bausteinchen, ein kleines, aber wichtiges Bausteinchen, dass wir ein bisschen mehr von dieser Lebensqualität im nächsten Jahr bekommen und dass das Gewerbe, der Handel, die Märkte und auch die Gastronomie auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. So gesehen ist das ein sehr, sehr schöner Antrag. Er war auch in seiner Entstehung, Herr Maloney hat so ein bisschen anskizziert, in seiner Entstehung auch ein sehr schöner und harmonischer und konstruktiver Vorgang gewesen. Man muss ja auch mal loben hier im Stadtrat. Also die FDP hat einen Aufschlag gemacht, die FDP hat was aufgeschrieben, dann ging das durch die Ausschüsse. Herr Hilbert hat gesagt, oh ja, die Idee ist ganz gut, kriegt wahrscheinlich eine große Mehrheit, das ist auch sinnvoll, aber wir müssten es ein bisschen anders aufschreiben. Dann hat er also einen Ersetzungsantrag dazu gemacht, also den Text überschrieben. Wir haben im Ausschuss wieder darüber geredet und so war das Ding dann jetzt relativ sauber und relativ mehrheitsfähig. So, finde ich, kann man arbeiten und ich wünschte mir an manch anderer Stelle, dass das auch so laufen würde. Nun ja, für den Rest meiner Zeit möchte ich ein bisschen skizzieren, was in diesem Antrag steht, und zwar in dem Punkt 3, der sich explizit mit der Gastronomie beschäftigt. Es steht drin, dass gastronomische Betriebe 30 Meter um ihren Laden rum auf dem Gehweg, auf Plätzen, wenn ein Platz in der Nähe ist, und auf Autoparkplätzen, also Parkplätze, wo jetzt Autos stehen, Tische hinstellen können und Gastronomie anbieten können und das eigentlich relativ easy. So. Und das bedeutet natürlich, dass ich auch Tische auf der anderen Straßenseite haben kann oder ein bisschen links oder ein bisschen rechts. Es gibt einfach viel mehr Flexibilität. Und das wird sicherlich dazu beitragen, dass die Stadt sich belebt und dass wir ein Stück von dieser Lebensqualität, die ich eben erwähnte, wieder zurückbekommen. Wichtig ist, und wahrscheinlich wird es irgendjemand heute noch mal sagen, ja, dieses Jahr, das hat ja nicht so gut geklappt, wir hatten es ja dieses Jahr schon mal, aber dieses Jahr hatten wir die Regelung erst ab einer Woche vor den Sommerferien und sie kam sehr plötzlich. Das heißt, Gastronomie, Handel konnten sich nicht wirklich darauf einstellen. Jetzt ist es halt komplett anders, denn jetzt, wir haben ja noch 21. Ja, also jetzt kann man die Gastronomie, kann sich informieren, kann Anträge stellen, kann sich überlegen, wo stellen wir die Tische hin, kann das Personalkonzept machen und so weiter und so fort. Also ich denke, nächstes Jahr wird es viel, viel besser werden. Und das führt mich zu dem wichtigen Punkt und jetzt rede ich wirklich zu den Gastronomen da draußen und Gastronominnen. Ihr müsst auf jeden Fall Druck machen. Ihr müsst einen Antrag stellen, ihr müsst den Kopf machen. Ihr müsst sozusagen sagen, ich will das. So. Und dann nämlich kommt das ans Laufen, dann reden auch die Leute drüber, dann sind die Gastrogeschäfte besser und schöner und angenehmer und wir alle werden hoffentlich, hoffentlich nach diesem Winter ein schönes Frühjahr und einen schönen Sommer haben. Dankeschön.